Und damit willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Collectible Skype bei Strange Brigade, in dem Fall die Mission Nummer 2. Wir sind ja jetzt hier drin im verborgenen Tal und starten ja direkt, nachdem ihr das Ding hier getriggert habt und mit R2 ausgerichtet hier auf diesen Böppel hier, kommen hier noch ein paar Gegner, die ihr am besten killen solltet, und direkt die erste Kanope ist in dem Fall dann hier oben, das Teil natürlich mitnehmen, die Nummer 1 von 4. Direkt hier nach können wir weiter zur ersten Katze, das heißt, ihr geht hier runter, haltet euch so ein bisschen nach links und schaut hier oben hin auf diese Säule. Ihr habt den Trigger gerade gehört, direkt ein Meter hinter mir ist der Trigger für die Katze. Das heißt, erschießen, 1 von 6, fertig. Direkt hiernach können wir auch gleich weitermachen mit dem ersten Haupttagebuch hier in Kapitel zur Mission 2. Ist hier dann links dahinter, hier in dieser Kiste, die ihr zerstören könnt, einmal draufschießen. Hier ist das Haupttagebuch, einsammeln und ein bisschen Spaß muss sein, ist der eure. Dann, nachdem ihr das hier eingesammelt habt, dreht ihr euch um und lauft den Hauptweg weiter, den ihr eh gehen müsst. In diesem Fall hier, das heißt, ihr lauft hier hoch, werdet hier von ein paar Gegnern angegriffen, genauso auch wie hier ein paar Gegner spawnen, damit hier diese Tore aufgehen. Und direkt danach, wenn ihr hier drauf zugeht, spawnen hier nochmal ein paar Gegner mit links und rechts, so Explorfässer, um die Gegner schnell aus dem Weg zu räumen. Einfach dann den Weg danach direkt weiter bis hier zu dieser kleinen runden Plattform. Hier habt ihr schon gehört, der Trigger für die Katze war hier. Und die Katze ist dementsprechend in dem Fall hier. Dann direkt hier nachdem ihr hier die Katze besiegt habt, geht es so ein bisschen nach rechts rüber. Hier zu diesen Speerpfeilen, beziehungsweise auch hier hin zu dieser Holzbarke hier. Diesem Geländer seht es auch schon geradeaus zu. Die nächste Kanope hier, die erschießen, 2 von 4 ist fertig. Dann, nachdem ihr die Kanope hier zerstört habt, lauft hier den ganz normalen Weg hier weiter. Hier ist ja aus, weil das ganze Ding hier blockiert. Durch Sperre werft entweder eine Granate hier hin oder halt schießt diesen Stein hier an, damit der herunterfällt auf diese Plattform. Dann gehen hier diese Sperre weg und ihr kommt hier rein, um dementsprechend hier unten in dem kleinen Lager das nächste Haupttagebuch einzusammeln, Geschichte schreiben. Und direkt dann auch danach könnt ihr dann wieder umdrehen. Ich habe es jetzt extra in der Reihenfolge, weil halt hier dieser Trigger hier wichtig ist mit diesem Stein hier. Geht wieder zurück, wo ihr gerade hergekommen seid. Und, oder anders gesagt, kurz zur Erinnerung, hier hinten war die Kanope, die ihr zerstört habt. Jetzt ist der Weg hier nämlich auch frei. Könnt hier runtergehen. Und dann hier direkt unten drunter. Hier ist nochmal eine weitere Schlangentür, die natürlich dementsprechend aufmachen und dann das Relikt einsammeln. Also sprich, sobald diese offen ist, logischerweise dackelt ihr rein in einen tollen Raum. Vorsichtige Druckplattformen mit Feuer. Lauft schön außen dran vorbei zum Relikt hin, looten und die Cobra des Watchet oder ähnlich ist der eure. Dann, sobald das ganze Gedöns hier beim nächsten Fight vorbei ist, hier, da oben ist ja hier dieser rote Kreis, der ja hier so einen Arena-Fight signalisiert, darauf dann achten, dass wenn ihr hier rauskommt, am besten direkt hier hinstehen, zu diesem Ausgang, beziehungsweise hier zu diesen blauen Strahlenpöppels hier wieder. Na, von hier hinten kamt ihr her, hier aus diesem Durchgang. Weil wenn ihr hier hinsteht, könnt ihr direkt den hier dann erschießen, der genau hier hinlaufen wird. Das heißt, der kommt hier von hier links und läuft einfach hier rüber. Und da könnt ihr den erschießen, um somit hier das Relikt, also Hathors Messer, hier einzusammeln. Der spawnt direkt nach den Cutscene von diesem Fight gekommen ist und ihr die entweder überspringt habt oder übersprungen habt oder halt dementsprechend hier die Cutscene angeschaut habt, kommt direkt dieser Typ, der von links hier nach rechts läuft. Das heißt, erschießt den bloß und lasst ihn nicht entkommen. Dann das nächste ist das dritte Relikt, was wir jetzt hier einsammeln. Wie gesagt, hier vorne war dieser rote Kreis hier, wo der Gegner, beziehungsweise hier, wo diese Arena-Fights hier losgehen. Übrigens, dieser Typ, der hier das Relikt fallen lässt, der kommt direkt hier raus. Also wenn ihr euch direkt hier schon positioniert, hier kommt ihr ursprünglich ganz her zu diesem Fight. Der kommt direkt hier raus, da spawnt dieser Schatzträger, sage ich jetzt mal, vom Relikt und läuft genau hier lang. Und zwar dann hier so den Weg hier, hier hoch und genau ungefähr ab hier, beziehungsweise hier oben, da portet er sich weg. So, noch kurz dazu als Nachtrag. Aber jetzt hier zum Relikt 3. Das ist in dem Fall dann hier. Die Treppen hier rein. Kommt das nächste Rätsel, was ihr machen müsst. Und zwar steht ihr einfach kurz hier drauf. Geht die Tür ja kurz auf. Hier seht ihr hier drei verschiedene Symbole. Das hier, das Rätsel hier ist immer gleich. Das heißt, ihr geht hier auf diese Plattform.
Lauft hier nach links. Das eins höher. Hier nach rechts. Zu dem hier. Und darüber. Und dann direkt hier straight geradeaus zu. Einfach nur rein. Und fertig ist. Zack, Ibiskürze des Torf. Dann direkt hier nach. Müsst ihr hier wieder rausgehen aus dem tollen Laden hier. Einfach geradeaus drüber. Geht es weiter hier zur nächsten Katze. Die Katze Nummer 3. In diesem Fall hier. Das heißt, sie geht hier wieder raus. Und wieder hier zu diesem Arena-Fight. Und geradeaus zu dieser Wandmalerei hier. Hier hoch. Nochmal hoch. Hier seht ihr ja das Teil, was ihr machen müsst. Und genau hier ist auch der Trigger für die Katze. Das heißt, na, das einfach schießen. Katze 3 von 6 ist die eure. Dann direkt, nachdem ihr das Teil dann benutzt habt und die Katze hier erschossen, springt ihr hier runter. Geht geradeaus zu durch den offenen Raum. Oder Tür, genau gesagt. Hier direkt nach dem oder neben diesem Stein ist das nächste Haupttagebuch das Schlimmste. Dann zum nächsten Relikt hier nach, Relikt Nummer 4. Geht ihr dann hier lang. Das Teil ist übrigens immer noch da. Hier hoch. Den Steinpfad hier nach rechts weiter entlang. Und dann habt ihr ja hier die Möglichkeit, hier euch runterfallen zu lassen. Das macht ihr in dem Fall auch. Dreht euch um. Geht in die Höhle rein. Und kommt hier dann zu einem weiteren Rätsel, zu einer weiteren Schlangentür, die wir jetzt in dem Fall mal kurz aufmachen. So, nachdem das dann hier offen ist, klar, logischerweise, lauft ihr hier dann rein, vergesst das Feuer hier nicht und sammelt hier das Hathors Gabel-Relikt-Item ein. Dann das nächste Relikt hier ist dann in diesem Raum hier drin, nachdem ihr schlussendlich hier diese blauen Kristalle hier draußen zerstört habt, kommt ihr hier rein, müsst dieses Skarabäus-Rätsel lösen. Dazu wird es dann auch hier ein Rätsel-Guide ja mit drin, weil es ja dafür gibt es ja auch eine Trophy hier. Um alle Rätsel abzuschließen, schaut mal in die Videobeschreibung rein als die Playlist und da könnt ihr dementsprechend hier alle Tipps und Tricks zu Strange Brigade finden. So, auf jeden Fall müsst ihr hier rechts rein. Hier ist dann, wie ihr sehen könnt, wieder ein weiteres Schlangenrätsel. Das Ding aufmachen, Relikt einsammeln und gut ist. Also logischerweise, sobald das Ding hier offen ist, reinlaufen, Vorsicht, Feuer. Diesmal nicht reinlaufen, das Teil hier looten, in dem Fall den Schakal des Anubis. Dann direkt hiernach könnt ihr euch wieder hier rausbegeben aus der tollen Schlucht hier. Dann am besten auch noch gleich, was ihr nicht schon getan haben solltet, hier diesen Schlüssel mitnehmen. Denn den benötigt ihr gleich dann hier für Teil 1. Und natürlich noch die Gegner hier besiegen. So, dann natürlich, wenn die down sind hier, Schlüssel einsetzen, um dann hier diese Tür zu öffnen. Hier durchgehen, direkt nach links. Hier auf diese Plattform stellen. Dann seht ihr hier unten, dass das Teil hier aufgeht. Hier drauf schießen und dann ratzfatz umdrehen. Zurückrennen, wo ihr hergekommen seid, ganz am Anfang vor diesem Skarabäus-Rätsel. Das heißt, hier durch die Tür durch. Hier schön weiter hier wieder rechts rein. Hier auf die Plattform stellen und fertig. Geht das Ding hier auf und reinlaufen und dementsprechend das sechste Relikt in dem Fall einsammeln. In dem Fall den Löwengürzen des Maris. Dann ein Stückchen weiter hier kommt ihr natürlich an diese Stelle, wo ihr ja durch das Tor hier durchkommt, so der wohl bekannteste Zeit-Challenge hier in dem Spiel. Das heißt, das Teil hier müsst ihr das noch nicht machen, sondern lauft einfach nur hier die Treppen nach oben. Genau, hier ist der Trigger für die Katze. Könnt ihr euch umdrehen und die zum Beispiel schön elegant hier die Katze durch das Fenster hier erschießen. 4 von 6 ist fertig. Dann auch direkt hiernach könnt ihr hier rumgehen. Die Treppe nach oben gehen, wenn ihr wollt, weil hier oben ist die dritte Kanope, die ihr zerstören solltet. Somit 3 von 4 die eure. Und jetzt könnt ihr in aller Ruhe das Zelträtsel hier machen. Dann das nächste Journal oder Haupttagebuch, was ihr also bekommt. Ihr kommt hierher, schlussendlich nachdem ihr ja dieses Zelträtsel gelöst habt. Hier zu diesem Fight hier. Mit dem hier oben ja hier dieser rote Spawnkreis hier ist. Sobald alles besiegt ist, könnt ihr hier runter oder hier rüber. Über diese Brücke. Und dann hier direkt links in dem nächsten Safe Spot, sage ich jetzt mal, ist das nächste Tagebuch. Die furchtbare Wahrheit. Dann ab zur nächsten Katze, nachdem ihr das eingesammelt habt, lauft ihr straight geradeaus hier rüber. Hört schon das Katzengeräusch. Die nächste Katze spawnt nämlich direkt hier vor dieser roten Base. Dann direkt hier nach dieser Katze müsst ihr hier über diese Brücke hier drüber, aus weil das Holzbalken hier zerstören, hier das blaue Teil hier triggern. Kommen dementsprechend ein paar Gegner, die ihr besten wieder erstmal besiegen. Dann hier nach rechts weiter zum Haupttagebuch bzw. zu einer Wand. Hier ist ein Fass.
das zerschießen oder halt Molotow-Cocktail drauf schmeißen oder sonst irgendwas Brennendes. Hier reingehen und dann habt ihr direkt hier unten auf dem Boden das nächste Haupttagebuch, in dem Fall Nummer 5, ein unruhiger Geist. Dann, nachdem ihr das Tagebuch hier eingesammelt habt, geht wieder hier zurück. In dem Fall jetzt den normalen Hauptweg weiter nach oben, aber auch nicht ganz nach oben, sondern nur mittig, weil genau gleich hört ihr nämlich was. Das hier. Und hier ist nämlich die Katze Nummer 6, die natürlich hier mitnehmen, um somit dann gleich die Katzentür rechts daneben hier dementsprechend aufzumachen. Das heißt, hier rein in die gute Stube und dann die goldene Katze hier looten und natürlich alles andere hier drin auch. Für den Collectors Guide reicht natürlich die goldene Katze aus. Dann, nachdem ihr hier die Katze eingesammelt habt, die goldene Katze, gehen wir zum letzten Collectible. Fehlt ja noch eine Kanope, die ihr zerstören müsst. Das heißt, wir gehen wieder raus aus der guten Stube hier. Gehen ein Stück weiter nach oben. Bis ungefähr hier so. Sodass ihr halt zumindest hier dieses Löwenkopf-Symbol seht, hier über diesem Torbogen hier. Und direkt darüber ist das letzte Collectible für Kapitel oder Mission 2. 4 von 4 haben wir somit. Das heißt, ihr könnt die Mission jetzt locker flockig abschließen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in Mission 3 wieder. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Servus und ciao.